Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns im Videoblog am Biohof Gruber in Schifftal. Wir sind Lucia und Marlene und heute geht es konkret um unseren Hof. Wo sind wir, was machen wir, was produzieren wir? Wir sind ein alter Traditionsbetrieb, das heißt, uns gibt es schon seit über 300 Jahren mit unserem Familiennamen hier auf dem Standort. Wir sind eine typische Rodungsinsel, das heißt, wir haben das große Glück, dass unsere Felder, unsere Wiesen und auch unser Wald direkt an unser Hofgrundstück angrenzen. Wir haben 2/3 Acker und 1/3 Wald bei unserem Betrieb und wir produzieren Marktfrüchte, jetzt in der Umstellungsphase, vor allem Futtermittel und auch der Forst spielt bei uns eine wichtige Rolle. Wir sind ein viehloser Betrieb, bis auf 2 Katzen, ein paar Hühner, Zwergziegen und seit neuestem ein Bienen. Genau. Wir haben vor, in Zukunft wieder möglicherweise in einen Sonderkulturanbau reinzugehen. Wir haben früher Kartoffeln angebaut. Das haben wir aktuell aus dem Programm gestrichen, aus unserer Fruchtfolge, weil das sehr arbeitsaufwendig ist und wir zwar erst seit kurzem wieder voll am Hof sind und auch wieder voll in die Arbeit eingreifen können und wollen. Und deswegen werden wir mal schauen, was unsere neuen Projekte so sind, was die Zukunft für uns bringt. Wir sind in Niederbayern da. Das heißt, wir sind nicht im Gäubodenbereich, wir haben nicht die Wahnsinnsböden, wir haben so Bodenpunkte zwischen 31 und 35. Wir haben ganz gemischte Bodenarten, wir haben vom sandigen Bereich was bis zum lehm- und fast tonigen Bereich was. Also es ist ganz gemischt bei uns. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.